Um das vernünftige Denken bewerkstelligen zu können, um eine eigene vorläufige Meinung, Einschätzung, Interpretation abgleichen, nachbessern, optimieren zu können, muss man eine von der bisherigen eigenen Meinung abweichende Meinung hinzuziehen und dafür natürlich auch erstmal in Gänze zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise bestenfalls natürlich mehrere, viele abweichende Meinungen beziehungsweise Betrachtungsweisen. Und dann fängt das Denken überhaupt erst an. Zuvor hat man eigentlich immer nur ein voreiliges bzw. vorschnelles Urteil, also im Grunde ein klassisches Vorurteil. Wer dann auch noch ausdrücklich gegen Vorurteile ist, der sollte klugerweise eigentlich als erstes mal überprüfen, ob er nicht selber eine ganze Reihe von Vorurteilen hat. Der Kaninchenbau ist insofern ein toller Ort, da kann man das Denken mal so richtig gut trainieren, aber dort gibt es natürlich auch Leute mit solchen einseitigen oder vorschnellen Urteilen, weil sich so gut wie jeder durchaus normale Mensch früher oder später auch mal festlegt. Aber genau für diese Situation gibt es ja Argumente und die Möglichkeit der Diskussion. Im Kaninchenbau wird das Denken deshalb erst richtig interessant. Am Gericht wird sich jeder vernünftige Richter sagen, warum soll ich mir nur zwei oder drei Aussagen anhören, wenn da noch zig weitere verfügbar sind? Da nehme ich mir doch die Zeit und höre mir mal an, was da sonst noch so ausgesagt wird. Also das heißt, damals haben wir die Situation, und das ist ein Moment, der auch wichtig ist, der CIA-Chef Colby. Ein Freund von mir hat ein Briefing gemacht für ihn, und am nächsten Tag hat Colby sehr viel von diesem Briefing in CNN erzählt. Und Colby saß Ende 89 in Moskau und konnte es nicht fassen. Er hat gesagt, der Kalte Krieg ist vorbei, ist einfach vorbei, es ist zu Ende. Das war die Situation, in der eine ungeheure Möglichkeit in der Politik bestanden hätte, eine neue Weltordnung aufzubauen. Also wirklich eine New World Order, und zwar eine Friedensordnung. Wir wären in der Lage gewesen, in diesen Jahren wäre es zu einer Zusammenarbeit gekommen, hätte man den Krieg tatsächlich abschaffen können, ähnlich wie die Sklaverei. Was passiert ist, ist seitdem, wenn wir nach heute gucken, ein Totalversagen der politischen Klasse. Was damit zusammenhängt, dass Leute wie Wolfowitz, Cheney und Rumsfeld, die damals schon aktiv waren, und auch Kagan, der damals noch nicht aktiv war, der war zu jung, aber die haben gesagt, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Wir haben die Sowjetunion besiegt und jetzt holen wir uns die Beute. Die Beute, wir haben, und sie sagen, wir haben nicht hart genug jetzt nix hier Peacenik und Kumbaya singen mit Gorbatschow, sondern wir holen uns die Sowjetunion. Da sind riesige Bodenschätze, da wohnen die falschen Leute drauf. Eigentlich sind die für Amerika gedacht. Und das werden wir jetzt ändern. Das ist die Situation gewesen. Und diese Gruppe, wenn Sie das anhören, wenn Sie anhören zum Beispiel zur Ukraine-Krise, George F. Kennan, der Diplomat, der die amerikanische Containment, also Eindämmungsstrategie geschrieben hat, in seinem Long Telegram, ein sehr, sehr kluger Mann, können Sie sich darüber unterhalten, ob das nett war von ihm, aber der hat gesagt, der größte Fehler, den wir begehen, das hat er 97 geschrieben in der New York Times, ist die Osterweiterung der NATO. Zu was soll das führen? Das kann nur katastrophale Folgen haben. Lassen Sie es bleiben. Es ist die dümmste Entscheidung, die wir bisher getroffen haben. Also 89 bis 91 haben wir in Amerika, die Mehrzahl der Politiker sind nicht die Leute, die das anrühren wollten, was dann später angerührt wurde. Die waren einfach glücklich, wie wir alle, dass der Kalte Krieg vorbei war und suchten nach einer Möglichkeit, da weiter rauszukommen. Und dann hat man halt Gorbatschow versprochen, dass die NATO nicht erweitert wird.